Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Jugendlichen auf der Tribüne. Ich möchte Ihnen allen von einem Vorfall Anfang der 90er Jahre berichten. Ein etwa 30 Jahre alter Mann mit Brille fuhr in einem Bus von der Universität nach Hause. Als er ausstieg, wurde er von drei Personen verfolgt. Sie liefen ihm hinterher und schrien: Bleib stehen, du bist schwarz gefahren. Aber ich habe einen Fahrschein, rief der Mann zurück. Inzwischen hatten sie ihn aber eingeholt und umstellt. Sie lachten und schlugen ihm dann einfach die Faust ins Gesicht. Seine Brille fiel auf den Asphalt und zerbrach. Meine Damen und Herren, dieser Mann steht heute vor Ihnen. Auch heute gibt es Anfeindungen und Gewalt in den sozialen Medien, genauso wie auch auf den Straßen des Landes. Es gibt ein politisches Erdbeben in der Welt, in Europa, in Deutschland. Symptome dieser Entwicklung sind zweifelsohne das Erstarken von rechten Kräften und der Umstand, dass Gewalt als scheinbar legitimes Mittel genutzt wird. Wir sehen, dass die Gesellschaft aufgrund der Globalisierung und unsicheren Entwicklungen unter Druck steht und dass es auch Spaltungen gibt. Wenn wir es herunterbrechen, gibt es zwei Seiten, die sich gegenüberstehen. Das sind die Modernisierungsskeptiker und die Modernisierungsbefürworter. Wir müssen mit klarer Haltung und mit guter Sozialpolitik beide Seiten wieder zueinander führen. In vielen Debatten geht es mittlerweile stärker um Fragen der Leitkultur und Ausgrenzung. Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht auf dieses Spiel uns einlassen. Ich darf daran erinnern, wir leben in einer Zeit, in der Stolpersteine in Berlin und anderswo aus dem Boden gerissen werden, um die Erinnerungen an die Vergangenheit zu löschen. Wir leben in einer Zeit, in der eine Partei unser Land spaltet. In unserer jetzigen Zeit geht es um Rückzug und Individualisierung. Wir als Gesellschaft müssen es wieder schaffen, dass Menschen die Straßen füllen, die gemeinsam sagen, wir wollen keine Gewalt, sondern Frieden. Wir wollen keinen Hass mehr, sondern mehr Respekt. Und wir wollen keine Spaltung, sondern Zusammenhalt. Wir können uns für den einen oder anderen Weg entscheiden. Der Autor Carlos Strenger schreibt dazu: Es gibt Momente, in denen die Bürger realisieren, dass sie in einem politischen und gesellschaftlichen System leben, mit dessen Erhalt man kämpfen muss. Dieses Land, also, und wir müssen an dieser Stelle festhalten. Wir müssen festhalten, dass dieses Land ist zu schön, um den Hassen und Spalten zu überlassen. Deshalb, meine Damen und Herren, es lohnt sich, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft weiterhin zu kämpfen. Dankeschön. Zu Ihrer ersten Rede erteile ich das Wort der Kollegin.